Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Alpha 17, zweite Folge. So, ihr habt gesehen, die Zombies spawnten um mich herum. Die Dame da vorne, die kriege ich zu mir. Muss nur nach hinten aufpassen, dass hinter mir auf einmal keiner auftaucht. Den Baum machen wir weg. Dann ziehen wir uns die Dame daran. Okay, sobald die auf mich zuläuft, Leute. Hat die nochmal einen hängen. Die steht wieder auf. Daneben. 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 Das war scheiße. Schlag. Ach, falsche Taste. Ich drücke immer aus Versehen die rechte, weil ich das noch gewohnt bin mit der rechten Taste. Ich glaube, die haben es umgeändert. Man muss bei der Blutung muss man die linke Taste nehmen. So, ihr seht, kein Loot Respawn. Dürfte euch aber schon bekannt sein. Kein Loot Respawn, sag ich. Kein Loot fallen lassen. Wie gesagt, dürfte euch schon bekannt sein. Und die Pfeile, die ich da drin hatte, der ist der nächste. Der steht wieder auf. Und er liegt. Sichere 700 XP. So. Ich mache das Gebiet jetzt ein bisschen sauber hier. Das geht das jetzt nicht. So, ich weiß, dass da noch ein Dicker war. Der hat ein bisschen mehr drauf. Der Kriecher ist mir relativ egal, der hier rumlief. Der kann nicht mal. Der ist eh langsam. Ich empfehle euch auch immer, eine gewisse Restausdauer im Hinterkopf zu halten. Da ist die Dame. So, passt mal auf, ich esse jetzt. Ich esse jetzt das Döschen. Da war ich noch nicht dran. Ich dachte, da hätte ich gerade gelootet. Die holen wir uns auch noch. Knapp dran vorbei ist auch daneben. Nein! Scheiße, das sind zwei. Das ist doof. Okay. Brauch Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer mehr für einen harten Schlag. Gut, es war noch ein Fall, den ich aufgesammelt konnte von hier. So, mein Leben ist auf 40 runter. Läuft, ne? Oder was meint ihr? Ich habe noch kein Haus geklärt, ne? Ich habe nur hier draußen geputzt bis jetzt. Das ist eigentlich nicht das Haus, was ich haben will. Das ist eigentlich so ein Haus, wo man sagt, da ist doch nichts drin. Problem bei dem Haus ist, da sind zu viele Zombies drin. Das Wasser so splittert. Sind übrigens die Pfeile, die bei ihm zerbersten. Na schade. Auch kein Loot hinterlassen. Der wäre auch geil gewesen jetzt mit Loot. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt was esse, was bringt mir das? Nichts. Habe ich Skillpunkte? Nein. Weil ich die Quest noch nicht abgeschlossen habe.
Dann würde ich mir das Leben etwas leichter machen, wenn ich jetzt schon etwas skillen würde. Kann ich aber nicht. Das ist auch ein Haus, wo man nicht rein möchte. Komm, wir gucken uns mal da hinten irgendwo um. Da muss es doch ein ordentliches Haus geben hier. Wie gesagt, beim Tod verliere ich alles, ne? Ist auch nur so eine Scheune. Und es ist schon 17 Uhr. Um 20 Uhr willst du zappen, tust du? Ich könnte so eine Ruine nehmen. Und dann sehen die mich. Hier war ich schon. Ach, da ist doch das zerstörte Biom. Was mache ich denn da für einen Murks? Ich muss da hinten gucken, bei den Häusern. Hier vorne werde ich nicht glücklich, glaube ich. Wie Pfeile habe ich? 84. Ihr seht meine Pfeile. Auch schon. Mal 20 Pfeile. Holz habe ich noch. Also eine Yucca essen, man sieht's, bringt einem 2 Lebenspunkte. Und ich glaube, ein Punkt in Ausdauer. Und man isst sie auch nicht, man benutzt sie. Was ich eigentlich relativ lustig finde. Das dürfte meine Safe Zone-Ecke gewesen sein. Hier dürfte, glaube ich, kein Respawn erstmal sein. Oh, das ist gut. Machen wir uns direkt eine Bandage mehr. Können wir immer gebrauchen. Lass ich hier. So, ich habe jetzt 49. Pass mal auf, jetzt gucken wir mal. 79. Jetzt esse ich mal eine. 80. Ja. Alles klar. Und die heilt uns doch nicht. Das heißt, die 2 Lebenspunkte habe ich woher bekommen gerade? Ich weiß es nicht. So viel zum Thema kein Loot respawn. Kein Respawn von Zombies. Wie gesagt, immer Ausdauer überhalten. Immer. Komm, den müssen wir jetzt runterziehen hier. Ach du Scheiße. Da sind ja 3. Ich will meine Heilbandage nicht verwenden dafür. Der könnte mich gleich sehen. Die Dicken sind aber eine Nummer schwerer. Die geben zwar gleich viele Erfahrungspunkte, aber die sind aber eine Nummer. Oh nein, jetzt ist da auch noch einer. Ihr seht, wie gesagt. Das ist das, was ich haben wollte. Ich wollte eigentlich relativ schnell ein Haus besetzt haben. Hab's verkackt, weil ich mich draußen um die Zombies gekümmert habe. Währenddessen sind noch mehr Zombies gespawnt. Der hat mich gesehen. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Aber sowas von tot. Ich flüchte jetzt ins Wasser und hoffe, dass ich hier safe bin. Okay, jetzt sind auch langsam. Ich habe das Gefühl, die Funfams haben das so eingebaut, dass sobald ein Zombie getriggert wurde, sind die anderen auch getriggert. Ja, ist jetzt gut. Hörst du mal auf zu kreischen? Ich bin doch schon tot. Echt jetzt? Ja, das war's dann wieder, ne? Komm weg von meinem Schlafsack. Hab keine
Und ihr seht, die stehen auch noch, ne? Ihr habt keine Chance. Das könnte auch knicken. Ich bin wieder tot. Oh. Also, dass das jetzt gepasst hat, Leute, das war ein Wunder. Wo ist mein Rucksack? Schön wäre es gewesen, wenn der jetzt Material gedroppt hätte. Okay. Meine Zeit rennt. Soll heißen, ich habe keine mehr. Mein Rucksack muss da hinten liegen. Also unter Wasser ist nach wie vor alles so wie vorher. Nee, es gibt Plant Fibers unter Wasser. Oh, ich habe gerade gedacht, man hätte jetzt einen Bug. Ich habe echt gerade gedacht, ich komme nicht mehr hoch. Also, ihr habt auch gesehen, Zombies sind im Wasser wieder langsam. Das ist auch schon mal gut. Ihr habt direkt gesehen, als sie ins Wasser reingegangen sind, sind die direkt langsamer geworden. Ändert nichts an meinem Problem. Scheiße. Wieder tot. Das war der typische Fail, oder? Es ist eine Alpha, es ist die Experimental und das ist ein Test, Leute. Ich werde das nicht auf mich ruhen lassen. Ich werde mich jetzt wieder auf mein Bett respawnen und werde wieder, weil ich jetzt Near Bed sage, weißt du, wo ich dann rauskomme, Leute? Weißt du, wo ich dann rauskomme? Weg, 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 weg. Lass mich weg. Da ist einer. Das nächste. Okay. Wieso zum Teufel kann ich dich nicht klein hauen? Was mit dem Kleinhauen der Zombies passt einigermaßen. Scheiße. Da steht die nächste, ey. Ich bräuchte nur meinen Rucksack. Okay, er ist langsam. Im Wasser sind beide langsam. Vielleicht habe ich Glück. Ausgerechnet so tief auch noch, ey. Ich kann ja nicht atmen. Ich muss nach oben. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Der hat mich und der bleibt bei mir. Und der bleibt in der Hinsicht bei mir, dass er genauso schnell ist wie ich. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht mehr. Ach, da. Guck mal, da ist eine Mine. Lauf drüber. Komm, lauf drüber. Und ich will aufsteigen. Ach, das ist doch keine Mine. Verdammter Mist. Ja, verkackt, würde ich sagen, ne? Was mache ich jetzt? Rucksack so nah. An dem Fifi sind wir voll gestorben. Erstmal hoch. Erstmal Luft holen. Oben geht's schneller. Dann gehe ich runter. Aber ob ich da hinkomme, bevor der hinter mir bei mir ist, weiß ich nicht. Nein, ist er nicht. Geht nicht.
Okay, er ist weg. Rauf, 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 rauf. Ich brauche Luft, ich brauche Luft, ich brauche Luft. Ich kann nicht mehr atmen. Komm schon, das schaffe ich. Direkt hoch. Komm schon. Boah. Was ein Theater, ey. Ich brauche eine Wohnung. Nein. Eigentlich geht das so. Das Problem ist diesen Doppelschlag. Ich klicke zu oft. Ich muss mich gedulden. Ich muss Ruhe bewahren. Ich darf einmal klicken. Nur einmal klicken, Leute. Sand habe ich im Inventar. Der nächste kommt direkt. Der hat den Rucksack fallen gelassen. Geile Sache. Ich habe eine Shotgun. Nur 4 Schuss, aber ich habe eine Shotgun. Okay. Ich habe 12 Schuss in der Shotgun. Im schlimmsten Falle so. Im schlimmsten Falle so. Ich brauche eine Butze. Ich brauche eine Wohnung. Ich kann so nicht. Ich muss irgendwo rauf. Alter. Sind hier jetzt überall Zombies oder was? Ich gehe da rauf. Ich gucke mir das von oben an. Sand. Was will ich mit Sand? Weg mit Sand. So, ihr seht auch links, ich bin gerade überladen. Pimps, super, super Straße. Ich will das erste Auto sehen, was hier hochfährt. Ach, hier bin ich schon wieder. Oh nein, bin ich im Kreis gelaufen? Ja, ich bin im Kreis gelaufen. Seit 2 Folgen bin ich im Kreis gelaufen. 2 Tode habe ich, ne? Man sieht übrigens den Game Stage hier mittlerweile auch, nur so zur Info. Und ich bin im Kreis gelaufen und ihr seht, wie die Zombie-Verteilung gerade ist, ey. Da, da, überall Zombies. Ich kann mich aber dummerweise nachts nicht so hochbauen. Ich muss irgendwie auf ein Haus rauf. Und das heißt für mich, es ist mir jetzt egal. Ich habe noch eine halbe Stunde, bis die Zombies noch einen weiteren Schub kriegen. Die Ruine davon wird... Lass keine Mine liegen, lass hier keine Mine liegen. Muss ich halt mit Jucke über Nacht arbeiten. Geht halt nicht anders. Jetzt mal gucken, ob hier eine Mülltonne drin ist. Nichts. Hat die mich gesehen? Ah, komm doch, ihr Pissnelken. Kommt doch. Jetzt haben sie mich alle gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich als erstes anfange. Ich fange hier an. Oh, toll. Geht hier doch nicht. So, das ist das, was ich sagte. Die werden auf die Blöcke gehen, die direkt unter mir sind. Problem, ich habe jetzt gerade ein paar Zombies zu viel hier. Ich bewege mich hier gerade jetzt nicht. Ich müsste ein paar Woodframes craften. Ich kann aber keine craften. Und ich will die... Sobald ich die Chance habe... ...habe ich den Pfeil in den Kopf. Komm, wenigstens einer weniger jetzt hier. Okay, einer weniger. Frames. 4 Frames.
Jetzt kann ich so etwas ziehen. Ein Geier! Nein, so ein Scheiß. Es fühlt sich an wie auf Insane, ey. Wie in der Alpha 16 auf Insane. Es fühlt sich an wie auf Insane. Da war der Start in der Alpha 16 einiges einfacher. Auch das anschließende Zombie-Prügeln war auf Insane wirklich leichter. Ich habe das mit den Fäusten gemacht. Hätte mir da oben eine Bedroll hinsetzen sollen. Okay, dass so ein Geier kam, hätte ich bedenken können. Wisst ihr was? Ich beende die Folge an dieser Stelle. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und drückt mir die Daumen, dass ich mein Zeug wieder kriege. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.